versuche einmal, ja, mit Gott ganz persönlich zu reden. Und Gott erwartet, dass sein Volk vor ihm tritt und dass man heilige Hände vor ihm erhebt, ohne Schuld, ohne Blut. Und heute erwartet Gott ebenso dasselbe, was er damals im Alten Testament erwartet hat. Unser Gebet, Zeit, die beste Zeit, sollen wir dem Herrn weihen. Nicht nur, wenn ich noch was übrig bleibe. Da komme ich auf Arbeit, komme nach Hause, falle ins Bett und noch gute Nacht, lieber Heiland, bis morgen früh. Verstehst? Und dann spinnen wir. Da soll was passieren. Wenn ein Mensch dich so behandeln würde, du würdest sagen, komm, bleib, wo du bist. Mit dir will ich nichts zu tun haben. Aber wir sollten uns wirklich Zeit nehmen für Gott, um mit ihm zu sprechen. Red mit dem Herrn. Und zwar die beste Zeit, die schönste Zeit deines Lebens. Die Jugend. Verwende deine Jugendzeit, dein Leben im Gebet zu kleiden. Viele Christen sind so beschäftigt, dass sie keine Zeit haben, weil die Prioritäten nicht stimmen. Alles ist wichtiger, nur nicht der Herr. Einige Christen beten nicht, weil sie nicht gelernt haben zu beten. Was das Beten ist, niemand hat es ihnen gesagt. Viele glauben, ja, was die Kirche von ihnen verlangt, dass man in die Kirche geht, die Predigt hört, der Sünde widersteht, sein Bestes gibt. Aber Gott erwartet, dass wir beten, dass wir ein Gebetsleben führen. Gott will gebeten werden. Viele versuchen, auf sich selbst zu beten, verstehst du, und nicht mehr mit dem Herzen. Und Gott hört nur Gebete, die aus dem Herzen kommen. Hat der Herr Genosse Gagarin ein reines Herz gehabt? Ja? Wenn du kein reines Herz hast, lass das Beten bleiben. Es hat sowieso keinen Sinn und keinen Zweck, weil es falsch gebetet wird. Beten ist ein Akt des Glaubens, des Denkens, der Verbindung mit Gott. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns vorgemacht hast, wie man betet, wie man dich sucht, wie man den Vater sucht. Erlöse uns, Herr Jesus, von der Gebetslosigkeit. Oh, die Christenheit soll erlöst werden, nicht nur von den Sünden, sondern auch von ihrer Gebetslosigkeit. Herr, lehre uns beten, und zwar kindlich zu beten. Lehre uns beten, Herr, dass wir mit dem Vater sprechen und vor ihm unser Herz ausschütten, dass wir eine Gemeinschaft mit dem Vater haben. Oh, lieber Gott, zünde das Feuer des Gebets in den christlichen Kreisen und bei den Menschen, die auch heute die Predigt gehört haben und noch hören werden. Mach aus uns echte Beter, Weltenbezwinger. Halleluja. Menschen, die was verändern, die was bewirken, und zuerst einmal an sich selbst. Herr Jesus, ich segne jeden Einzelnen. Jedes gläubige Kind Gottes kann beten, soll beten, muss beten, darf zu dem himmlischen Vater, aber lieber Vater sagen, danke, Herr Jesus, für heute Abend. Amen.